wir beide kommen aus einer kleinen Region in der Schweiz, also wirklich aus den Bergen da. Und für mich hatte Berlin dieses Großstadtcharakter auch und diesen Ruf schon dabei, also damals. Und das wollte ich eigentlich auch mal erleben, damals ohne wirklich zu wissen, dass ich länger bleiben würde. Es war eigentlich vielleicht eine Zufallfrage. Wir kannten uns nicht aus der Schweiz. Und ja, die Dynamik war positiv und ich bin dann geblieben. Ich kam direkt von Zürich. Dort hatte ich mich selbstständig gemacht. Dann habe ich festgestellt, dass Berlin damals sehr, sehr billig war. Extrem viel Angebot hatte in der Kultur, dass ich hier sozusagen mich ein tolles Leben leisten konnte mit wenig kommerziellen Aufträgen, was natürlich für einen Schweizer sehr ungewöhnlich ist. Zusätzlich war auch natürlich 2000, 2001 auch eine super spannende Zeit in Berlin. Die Elektronikmusikszene war noch gut. Viele illegale Clubs, viele illegale Bars. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich bin. Ja. Wir sind zu sechst. Wir waren zu zehnt und wir waren vor eineinhalb Jahren zu zehnt und das war eine sehr unangenehme Größe. Es war sehr schön, es gab eine super spannende Dynamik. Wir konnten größere Projekte machen. Es war auch spannend, mit so vielen Leuten zu arbeiten, aber das Problem war, dass wir entweder zu klein waren, um größeren Projekten machen zu können oder eben eine richtige Agenturdynamik zu bekommen. Oder waren wir zu groß? Wir haben immer so ein bis zwei, manchmal drei, aber lieber nicht. Zwei Praktikanten auf einmal. Also ich habe ein Praktikum in Zürich bei Zinsmeier & Lux hieß das, Interbrand, in der Webdesign-Abteilung. Ich habe nie wieder Webdesign gemacht, aber das war damals klar. Also ich habe das in 99 oder 98 gemacht. Und das war natürlich damals extrem wichtig, diese Erfahrung zu machen. Genau, und ich habe einen dreimonatigen Praktikum gemacht. Ich habe ein Praktikum hier gemacht, vor 8, 9 Jahren, als ich noch studiert habe. Wir hatten ein paar Jahre, wo es richtig hart war, wo wir sehr spät gearbeitet und auch alle Wochenende inklusiv und fast keinen Urlaub genommen hatten und auch damit nicht wirklich viel Geld verdient haben. Das war bitter, aber das hat natürlich auch die Konsequenz gehabt, dass wir jetzt in eine angenehmere Situation sind. Aber jetzt eben, wir fangen um zwischen 9 und 9.30 Uhr an und machen eine stündige Mittagspause und hören gegen 7 auf. Grafikdesign kann unglaublich schön sein und unglaublich zufriedenstellend sein, aber auch unglaublich frustrierend. Und langweilig. Und super langweilig. Ja. Und ich glaube, ja, das ist zwiespaltig. Aber was ich heute unbedingt machen würde, ist lernen zu coden. Unbedingt. Und egal welchen Job ich mache, ob ich in der Finanz arbeite oder Philosophie studiere, ich würde lernen zu coden. Ich glaube, das ist ein Werkzeug, das man heute unbedingt braucht, um teilnehmen zu können in der Entwicklung unserer Gesellschaft und in der Entwicklung unserer westlichen, modernen Gesellschaft. Ja. Wir haben es echt viel gemacht, viel verloren. Und, wir haben auch einen Vortrag dazu gehalten, vor 2 Jahren. Ja. Wir haben 5 Projekte präsentiert, die wir gepitcht haben und die wir nicht gewonnen haben. Ja, innerhalb eines Jahres. Innerhalb eines Jahres. Also finanziell schwierig. Also Pitches ist finanziell ein Desaster, sowieso. Wir versuchen, so wenig Pitch wie möglich zu machen. Es gibt einige Pitch, die man nicht absagen kann, weil die von der Relevanz oder wie soll ich sagen, weil die auch super spannend wären oder weil der Kunde in sich auch super interessant wäre. Mit und weil dem, es einfach keinen anderen Weg gibt, um genau überhaupt daran zu kommen. So. Aber generell haben wir uns entschieden, auch Pitches nicht mehr mitzumachen. Und
um eben auch unsere kleine Struktur davon zu schonen, weil es ist finanziell eine immer eine Katastrophe, weil eben man verbringt sehr viel Zeit, Energie, natürlich auch Geld auf Projekte, wir entwickeln Ideen und am Ende wird eine oft beliebige Entscheidung getroffen, in dem wir überhaupt gar keinen Einfluss haben, es gibt keine Dialogmöglichkeit. Es ist eigentlich die schlimmste Art und Weise, überhaupt Projekte zu starten oder mit Gestalter zu arbeiten. Für gewisse Industrien möchte man nicht unbedingt arbeiten, also wollen wir gar nicht arbeiten. Wir haben schon Anfragen bekommen, auch oft indirekte Anfragen von Drittanbietern oder so, die nur entfernt etwas haben mit der Waffenlobby oder der Ölindustrie oder andere fiesen Geschäften. Für mich ist das immer mit der persönlichen Beziehung mit dem Kunden oder mit dem Hintergrund. Also spannende Projekte, die auch dann vielleicht formell schön werden oder so. Also bei uns ist es auch hundertprozentig so, dass es mit der Person, mit dem Partner auch sehr gut funktioniert hat. Und in dem Sinne haben wir so unterschiedliche Projekte gehabt, die sehr spannend waren. Ich glaube, Domus, das war zum Beispiel ein gutes Beispiel mit extrem Vertrauen vom Kunde. Aber auch so kleinere Sachen wie die Galerie 10 der Schweiz, für die wir Plakate machen jedes Jahr, wo wir für sehr wenig Geld arbeiten, aber eine komplette Freiheit bekommen. Das Gegenteil, dass man das Gefühl bekommt, dass man total ausgenützt wird, ohne dass man viel dabei rausziehen kann, sei es finanziell, gestalterisch, was auch immer. Oft ist es so, dass der Kunde ruft um 3 Uhr nachmittags am Freitag und fragt, ob er das am Montag um 8 Uhr haben könnte. Und wir haben gesagt, wir antworten immer, wir haben auch ein Privatleben und wir werden es nicht machen. Und das ist auch wichtig, sich da durchzusetzen. Ab und zu einmal pro Jahr kann passieren, dass wir einen Samstag... Ja, zum Beispiel, wenn man für einen Pitch arbeitet oder so, das sind eher typische Projekte. Oder wenn wir auch selbst Verspätung haben im Prozess, wenn wir selbst dran schuld sind, klar. Dann müssen wir dafür sorgen, dass das eben am Montag etwas geliefert wird. Aber dann sind wir selbst dran schuld und wissen wir auch, warum oft das so stattgefunden hat. Ich war einfach ziemlich jung, als ich angefangen habe und ich wusste nicht genau, was es überhaupt ist, ganz ehrlich. Aber damals, ich war eigentlich ein Eishockey-Fan und ich war vielleicht 16 oder so. Und ich fand die Logos der amerikanischen Mannschaften immer sehr schön. Und ich habe mich erkundigt und habe irgendwie herausgefunden, dass Leute, die das überhaupt gestalten, das sind diese Grafikdesigner. Und so bin ich dazu gekommen eigentlich. Ich wollte Schriftsteller werden, als ich 10 war. Ja. Ich wollte Comiczeichner werden. Das war kurz nach dem Astronaut. Aber dann wollte ich Comiczeichner werden. Im Herzen würde ich das immer noch machen, weil ich finde, das ist eine großartige Möglichkeit, dass man hat, so an Werkzeuge, an Mitteln, dass man beherrscht oder beherrschen soll, um eben Sachen formulieren zu können und auch teilzunehmen an der Entwicklung unserer Gesellschaft teilweise. Aber das stimmt, ich würde es nicht aus rationalen Gründen würde ich das nicht mehr studieren. Ich bin ziemlich pessimistisch, was die Zukunft angeht des Berufs. Und ja, ich weiß nicht. Wir müssten darüber nochmal in 10 Jahren reden, aber ich hätte vielleicht, also jetzt würde ich das nicht mehr machen.